Hallo! Wusstest du, dass ein Pfund roter Kaviar 50 Dollar wert ist? Aber warum kostet ein Pfund Hering oder Lodenkaviar nur 5 Dollar? Das ist 10-mal billiger. Es ist, als würde man ein Ford Fusion mit dem Ferrari 488 GTB vergleichen. Wir alle kennen den Unterschied zwischen einem Ford Fusion und dem Ferrari, aber sind Lachskaviar und Lodenkaviar tatsächlich von unterschiedlicher Qualität? Oder sind es vielleicht nur die Werbeleute, die den Hype schüren? Jetzt wirst du es herausfinden. Lachs ist ein erstaunlicher Fisch. Sie werden in Flüssen geboren und schwimmen dann ins Meer hinaus, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen. Wenn sie ausgewachsen sind, kehren sie zu ihrem Geburtsfluss zurück, um sich fortzupflanzen. Diese Reise dauert mehrere Monate. Aber das ist in der Wildnis. In Gefangenschaft werden Lachse jedoch in Lachsfarmen gehalten. Du denkst vielleicht, dass die Farmen eine Art riesige Teiche sind, in denen Lachse leben und sich vermehren. Weit gefehlt. Eine Lachsfarm sieht so aus. Die riesigen Kreise im Meer sind Käfige, in denen ausgewachsene Lachse leben. Um zu verstehen, wie groß sie sind, schau dir die Fischerboote neben den Käfigen an. Die Boote sehen sehr klein aus. Vielleicht hast du Mitleid mit den armen Fischen, die in Gefangenschaft leben. Immer mit der Ruhe. Die Lachse werden gut gefüttert, sie werden gegen Krankheiten behandelt und in den Käfigen gibt es keine Raubtiere. Der Fisch lebt ein sehr bequemes, sicheres und langweiliges Leben. Aber wenn die Laichzeit kommt, ändert sich die Situation. Männchen und Weibchen gelangen über spezielle Käfige in den Teich. Der Instinkt treibt sie zum Teich, weil die Lachse dort geboren wurden. Die Fische durchqueren enge Kanäle, schwimmen in das Gebäude und springen von selbst in den Aufnahmeeimer. Eine Winde hebt langsam einen Korb mit den Fischen in den Arbeitsbereich. Der Eimer kippt um und die Fische rutschen in die Ablage. Die Arbeiterinnen und Arbeiter nehmen den Lachs sofort auf und schicken ihn dann in die Verarbeitungsanlage. Hier beginnt die schmutzige Arbeit. Die Fische werden in Männchen und Weibchen aufgeteilt. Den Weibchen wird schnell der Bauch aufgerissen. Die Eier werden herausgenommen und in eine riesige Schale gelegt. Selbst unter solchen verrückten Bedingungen behalten die Lachse ihren Fortpflanzungstrieb. Die Männchen befruchten die Eier direkt in den Schalen. Ja, die weiße Flüssigkeit, die du siehst, ist Lachssperma. Fertig. Der Kaviar ist fertig zur Weiterverarbeitung. Die getöteten Lachse werden für die Fleischgewinnung zerlegt und in die Verkaufsregale gebracht. Das ist grausam, hm? Ja, aber das ist der natürliche Lauf der Dinge. Nach dem Laichen sterben alle Lachse, mit Ausnahme des atlantischen Lachses. Die Arbeiter geben Wasser in die Schale mit den befruchteten Eiern und vermischen alles gründlich. Damit soll sichergestellt werden, dass die Spermien maximalen Zugang zu den Eizellen haben. Nun werden die Eier, aus denen Millionen winziger Jungfische schlüpfen werden, in die Teiche gegeben. Und nun eine gute Nachricht für diejenigen, die sich um das Schicksal des atlantischen Lachses sorgen. Der atlantische Lachs ist die einzige Art, die 4 bis 5 Mal in ihrem Leben laichen kann. Natürlich werden diese langlebigen Fische nicht unnötig getötet. Farmarbeiter wenden eine humane Erntemethode an, um Kaviar zu gewinnen, ohne die Fische zu töten, wonach die Fische wieder in die Käfige zurückgesetzt werden. Wie funktioniert das? Der Prozess sieht seltsam aus. Die Arbeiter nehmen die Fische in die Hände und massieren sanft ihren Bauch. Das bringt den Fisch dazu, seine Eier abzugeben. Anschließend wird er wieder ins Wasser freigelassen. Den Männchen wird Sperma entnommen, um die Eier auf ähnliche Weise zu befruchten. Ich bin mir nicht sicher, ob den Fischen das gefällt, aber sie bleiben am Leben und gesund. Ein ähnliches Verfahren wartet auf die Fische, die den zarten schwarzen Kaviar produzieren. Der Beluga zum Beispiel lebt etwa 100 Jahre. In seinem langen Leben laicht dieser große Stör 5 bis 6 Mal, wobei er bis zu 1 Million Eier pro Laich ablegt. Ein Pfund Beluga-Kaviar wird für etwa 500 Dollar gehandelt. Das ist wie eine Gans, die goldene Eier legt. Farmarbeiter tun ihr Bestes, um die Störe am Leben zu erhalten. Vor dem Sammeln der Eier wird der Bauch des Weibchens mit einem Antiseptikum behandelt, um Infektionen zu verhindern. Dann wird ein steriles Instrument in ihre Genitalöffnung eingeführt, der Eierstock wird durchtrennt, alle Eier werden schonend entnommen, in Behältern gesammelt und dort befruchtet. Das Weibchen erholt sich nach einem solchen Eingriff schnell und lebt viele weitere Jahre. Wie du siehst, ist die Gewinnung von Fischeiern keine leichte Aufgabe. In großen Betrieben ist die Arbeitsbelastung so groß, dass spezielle Roboter zum Spülen der Eier eingesetzt werden. Eine solche Maschine verarbeitet Dutzende Kilogramm Kaviar auf einmal. Alle organischen Verunreinigungen, die zu einer Infektion führen könnten, werden aus dem Kaviar entfernt. Dann gibt die Maschine Sperma in die Schale und mischt die Eimasse sanft durch, um eine maximale Befruchtungsrate zu erreichen. Noch ein paar Minuten und wir sind fertig.
Die befruchteten Eizellen werden sorgfältig desinfiziert und zum Ausschlüpfen in die Teiche gegeben. In der freien Natur dauert es etwa 6 Monate, aber unter den komfortablen Bedingungen in der Farm schlüpfen die Jungfische schon in ein paar Monaten. Moment, was? Wenn alle Eier zur Zucht verwendet werden, woher kommt dann der Dosenkaviar? Die Antwort ist einfach. Nur ein Teil des Kavias wird für die Aufzucht von Jungfischen verwendet. Der Rest wird zur Verarbeitung, zum Einsalzen und Einmachen geschickt. Aber schauen Sie sich diese schlüpfrige Masse an. Sie sieht nicht sehr appetitlich aus, oder? Wie macht man also eine Delikatesse daraus? Alles beginnt mit dem Herausziehen des Eiersacks, dem sogenannten Membransack oder Strang, der die Eier im Inneren des Fisches hält. Aus hygienischen Gründen muss der Strang intakt sein, die Eier können ihm nicht entnommen werden. Warum ist das so? Weil die Eier steril bleiben, solange sie sich in der Bauchhöhle befinden. Bakterien können nur von außen in das Produkt gelangen und der Membransack wirkt wie ein Schutzschild gegen Bakterien. Die geernteten Stränge werden in Maschenkörben mit 7 bis 8 Kilogramm Fassungsvermögen gesammelt. Die Schichthöhe darf 5 cm nicht überschreiten. Wenn zu viele Stränge übereinander liegen, platzen die Eier am Boden durch den hohen Druck. Die vorbereiteten Stränge werden in die Güteklassen 1 und 2 sortiert. Sie werden mit kaltem Frischwasser gespült, um alle Verunreinigungen wie Schleim, Blutgerinnsel und Membranstücke zu entfernen. Danach werden die Eier 3 Minuten lang in konzentrierter Kochsalzlösung gekühlt. Während dieser Zeit sollte das Produkt auf 0,5 bis 1,5 Grad Celsius abkühlen. Die abgekühlten Stränge werden zum Abtropfen in Schalen gelegt. Und nach 10 bis 15 Minuten sind sie zum Durchstechen bereit. Es klingt unheimlich, aber das Verfahren ist eigentlich sehr einfach. Ein Mitarbeiter der Kaviarfarm sticht die Stränge vorsichtig auf, nimmt den Kaviar heraus und reinigt ihn von Membranresten. In großen Produktionsanlagen werden die Membransäcke gesiebt, um die Eier von der Membrane zu trennen. Jetzt ist es Zeit für das Salzen. Aber erst muss die Sole zubereitet werden. Eine Salzlösung zum Einsalzen von Fischen. Dazu fügt man 1,3 Kilogramm Salz zu 16 Kilogramm Wasser hinzu. Die Lösung wird eine halbe Stunde lang gekocht, gefiltert und gekühlt. Vor der Verwendung lässt man die Salzlake 3 bis 10 Tage ruhen. Der Kaviar wird in 20 Kilogramm Portionen gesalzen. Pro Kilo Kaviar werden gut 4 Liter Salzlake verwendet. Kaviar wird je nach Größe und Qualität der Eier 15 bis 20 Minuten lang in Salzwasser eingeweicht. Um zu prüfen, ob das Produkt fertig ist, nimmt der Arbeiter die Eier heraus und zerquetscht sie mit den Fingern. Wenn der Inhalt nicht fließt, sondern tropfenweise herauskommt, dann ist er fertig. Ein weiterer Test besteht darin, die Eier mit der Hand sanft zusammenzudrücken. Wenn sie nicht zusammenkleben, sind sie fertig. Nach dem Abtropfen der Salzlake werden dem Kaviar kalziniertes Öl und Antiseptika hinzugefügt. Bist du enttäuscht und desillusioniert? Dachtest du, dass der teure Kaviar, den du in den Regalen der Geschäfte siehst, keine künstlichen Chemikalien enthält? Leider kann man nichts dagegen tun. Ohne Antiseptika würde der Kaviar selbst in versiegelten Behältern verderben. Bevor Pflanzenöl hinzugefügt wird, wird der Kaviar 30 Minuten lang bei 120 Grad Celsius kalziniert, dann auf Raumtemperatur abgekühlt und mit Glycerin vermischt. Natürlich wird für diese Delikatesse hochwertiges Öl verwendet. Das kann Sesam, Nuss, Mais, Baumwoll oder raffiniertes Sonnenblumenöl sein. Bohnen- oder Leinöl ist nicht geeignet, da es den Kaviar bitter macht. Fast fertig! Nun wird das Produkt zum letzten Mal geprüft. Vielleicht wurde eine Membran übersehen. Nein, der Kaviar wird in Güteklassen sortiert, verpackt und in die Verkaufsregale geschickt. Es gibt so viele Arten von Kaviar. Lode, Hering, fliegender Fisch. Warum werden einige Arten für 5 Dollar verkauft, während andere 100 Dollar wert sind? Lass uns das klarstellen. Im 19. Jahrhundert verschrieben Ärzte geschwächten Patienten roten Kaviar als Tonikum, weil er eine erstaunliche chemische Zusammensetzung hat. Roter Kaviar enthält 30 bis 35% Protein und 12 bis 15% Fett. Er enthält keine Kohlenhydrate. Roter Kaviar enthält eine unglaubliche Menge der Vitamine A, E, D, K und fast alle B-Vitamine. Außerdem enthält er Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Eisen, Mangan, Selen, Zink, gesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren und viele essentielle Aminosäuren. Lachskaviar ist eine sehr gesunde Delikatesse. Außerdem hat er einen milden, butterartigen Geschmack mit einem Hauch von Süße. Ein Fischgeschmack ist vorhanden, aber er ist schwach. Er verleiht dem Produkt eine gewisse Würze. Es gibt mehr als ein Dutzend Arten vom roten Kaviar: rosa Lachs, Keterlachs, Sockeilachs, Koholachs, atlantischer Lachs, Forellenlachs,
Bachforelle, sibirischer Lachs, Chinook-Lachs. Jedes hat seinen eigenen Geschmack. Zum Beispiel hat Sockeye-Lachs-Kaviar einen ausgeprägten Fischgeschmack. Amerikaner und Europäer lieben diesen Geschmack, aber in Russland mag ihn niemand. Koho-Lachs-Kaviar ist der unangefochtene Champion in Bezug auf die Menge der enthaltenen nützlichen Substanzen. Er ist aber leicht bitter im Geschmack. Manche Menschen mögen ihn, andere aber auch nicht. Keta-Lachs-Kaviar enthält den höchsten Anteil an Fetten. Er hat einen ausgeprägt cremigen Nachgeschmack, er zergeht förmlich auf der Zunge. Viele Menschen glauben, dass diese Sorte eine perfekte Ausgewogenheit der Geschmacksnoten aufweist. Aber wenn Sie ein Fan von Diät-Lebensmitteln sind, werden Sie feststellen, dass Keta-Lachs-Kaviar zu ölig ist. Schwarzer Kaviar hat fast die gleiche Zusammensetzung wie roter Kaviar. Er enthält etwas mehr Fett, aber sein Geschmack ist völlig anders. Hochwertiger schwarzer Kaviar hat einen marinen und nicht fischigen Geschmack. Manche vergleichen seinen Nachgeschmack mit dem von Seetang. Am köstlichsten ist der Beluga-Kaviar, der am teuersten ist. Ein Pfund dieses Kaviars wird für etwa 4000 Dollar verkauft. Beluga-Kaviar hat einen ausgeprägten nussigen Geschmack und einen sehr milden Nachgeschmack. Kaluga-Kaviar ähnelt Beluga-Kaviar, hat aber einen schwächeren nussigen Geschmack. Stör-Kaviar hat einen salzigen Seetang-Geschmack, während Sterlet-Kaviar einen Meeresgeschmack auf der Zunge hinterlässt. Sefruga-Kaviar enthält den höchsten Fettanteil unter allen schwarzen Kavian. Er hat einen delikaten, butterartigen Geschmack ohne ausgeprägte Merkmale. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass schwarzer Kaviar wirklich eine Delikatesse für Feinschmecker ist. Aber warum sollte ich 8000 Dollar alleine für einen nussigen Geschmack bezahlen? Das ist doch verrückt! Kaviar von fliegenden Fischen hat eine ähnliche chemische Zusammensetzung. Er enthält ebenfalls viele Vitamine und Mineralien. Ja, Tobiko ist klein, hart und hat einen gewöhnlichen Geschmack und es wird für 5 Dollar pro Glas verkauft. Warum gibt es so große Unterschiede? Der Punkt ist, dass schwarzer und roter Kaviar von gefährdeten Fischarten geerntet wird. Der Beluga wurde beispielsweise in der roten Liste als vom Aussterben bedroht eingestuft. Fischfarmen produzieren eine begrenzte Menge an schwarzem und rotem Kaviar, daher sind die Preise sehr hoch. Seien wir ehrlich, der Geschmack und die Vorteile dieses Produkts waren lange Zeit irrelevant. Kaviar ist zu einem Statussymbol der Elite geworden. Die Menschen zahlen nicht für Kaviar-Sandwiches, sondern für ihren Status. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es gibt viele interessantere Möglichkeiten, Geld auszugeben. Findest du nicht auch? Würdest du 500 Dollar für einen Pfund schwarzen Kaviar bezahlen? Sag uns in den Kommentaren, was du darüber denkst. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere bitte meinen Kanal, teile das Video und drücke die Like-Taste, damit du kein einziges Video mehr verpasst. Ich habe eine Menge neuer und interessanter Dinge für dich.